Hallo liebe Freunde, Freundinnen, herzlich willkommen zum jetzt dritten Umsonstzug. Zum dritten Umsonstzug, endlich samstags, ziehen wir durch die Innenstadt. Ich war eben schon mal kurz da, es ist echt richtig voll. Ich glaube, wir werden heute richtig Spaß haben und wir haben auch wieder gute, einen guten Vorrat an Dingen dabei, die die Leute mitgebracht haben, um sie zu verschenken. Und natürlich, wie immer, die Sachen von Foodsharing und den anderen Initiativen, die hier sind oder vielleicht noch kommen. Ich hoffe, ihr habt gute Laune mitgebracht. Wir warten jetzt noch ein bisschen, bis alles vorbereitet ist, bis die letzten Schnittchen geschnitten und geschmiert sind. Und dann können wir losziehen und hier den Leuten in der Stadt zeigen, was für schöne Dinge wir ohne Geld hier an diesem schönen Samstag hervorzaubern. Wir sind der Umsonstzug. Wir machen das heute zum dritten Mal hier und wir kommen immer wieder, weil wir keine Lust mehr haben auf den ganzen Wahnsinn um uns herum, auf die Massenproduktion, die Konsumwaren, die Ressourcenverschwendung, die wir damit verbunden sind. Deswegen ziehen wir heute hier durch die Innenstadt. Wir ziehen hier durch die Innenstadt und verschenken die ganzen Sachen, die die Leute von zu Hause mitgebracht haben, die ganzen Lebensmittel, die organisiert wurden von den Teilnehmern hier. Erstmal super, dass ihr so viel mitgebracht habt, natürlich. Ich glaube, wir haben echt schöne Sachen, die wir hier heute verteilen. Und damit setzen wir einfach ein Zeichen gegen diesen Konsumwahn. Wir müssen nicht alles kaufen, wir müssen vor allem nicht jeden Monat alles neu kaufen. Es gibt alles, wir müssen es nur ordentlich verteilen, wir müssen uns solidarisch zeigen, die Sachen unter die Leute bringen. Und so können wir vielleicht Stück für Stück uns kleine Freiräume schaffen, Teile unseres Lebens entkapitalisieren. Und wir machen hier heute den Anfang und zeigen, dass es echt nicht schwer ist. Ja, der ist entstanden vor 10 Jahren mittlerweile, als in Gießen noch wirklich protestiert wurde. Und zwar damals gegen Studiengebühren und wie man ja weiß, haben wir die ja wirklich abgeschafft gekriegt. Als wir dann arbeitslos waren, haben wir überlegt, es muss irgendwie weitergehen und haben ein Café gegründet, das die Maßgabe hatte, alle Schichten dieser wunderschönen Stadt zusammenzubringen, ohne Maßgabe ihres Geldes. Das heißt, wenn es Konzerte gibt, kostet es nie Eintritt und das Wasser ist umsonst, das Mineralwasser kostet 50 Cent. Der Apfelwein 1 Euro, so kann jeder daran partizipieren, Kultur zu haben in Gießen, unabhängig davon, wie viel er verdient. Das ist das Café Amelie. Leider ist nach 10 Jahren die grundsätzliche Übereinstimmung mit den Gewerkschaften scheinbar nicht mehr da, sodass die Weiterexistenz momentan in den Sternen steht. Ich glaube, die meisten sind jetzt mittlerweile so weit und ich hoffe, ihr werdet langsam auch ungeduldig, weil ich glaube, wir sollten jetzt mal losziehen und hier unsere Runden drehen und die Innenstadt ein bisschen mit Leben füllen, anstatt nur mit Leuten, die von A nach B ziehen, um ihre Taschen zu füllen. Nochmal kurz eure Aufmerksamkeit, wir brauchen noch jemanden, der die Lotterie macht. Wer will noch den Lotteriewagen schieben? Da brauchen wir noch eine Person. Kann auch während der Demo gerne weiter, oder während dem Umsonstzug gerne weitergegeben werden. Außerdem haben wir natürlich wieder ein paar verschiedene Flyer dabei zu verschiedenen Themen. Wenn ihr Lust habt, irgendwie da was zu verteilen, lasst euch die in die Hand drücken. Die Leute, die Einkaufswagen schieben, haben darüber die Kontrolle und können dann immer so kleinere Stapel rausgeben, die dann an die Leute drumherum verteilt werden, damit die auch wissen, was Sache ist und was wir hier überhaupt mit diesem roten Aufzug wollen und warum wir hier so einen Krach machen und die beim Einkaufen stören.
Leute! Alle für alle! Also wie schon eben angedeutet, sind heute Leute hier am Start, die gestern Containern waren. Und das Problem an der ganzen Sache ist, das Ganze ist illegal. Alles, was aus den Containern geholt wird, jeder, der etwas aus den Containern holt, begeht eine Straftat. Und wir finden, dass es so nicht weitergehen kann, weil es einfach ein Unding ist, dafür bestraft zu werden, dass man verwertbares Essen noch verwertet, was halt von den Produzenten da vorgesehen war, einfach weggeworfen und vernichtet zu werden. Heute sind in der Demo-Menge verschiedene Leute unterwegs, die auch eine Petition mitgebracht haben. So, Petitionen sind ja immer so eine Sache, ne? Da setzt man seine Unterschrift drunter und fühlt sich dann gut und vergisst das Thema wieder. Aber wir haben eine Petition vom Bundestag dabei und das Schöne daran ist, wenn 50.000 Leute diese Petition unterschreiben, müssen Abgeordnete aller im Bundestag vertretenen Parteien sich mit der Problematik auseinandersetzen und mit den Initiatoren treffen. Die Initiatoren haben eine Gesetzesänderung vorgeschlagen, um eine Änderung im Strafgesetzbuch vorzunehmen. Und dieser Vorschlag muss dann öffentlich diskutiert werden. Also setzt eure Unterschrift darunter, ist eine gute Sache, um endlich den Leuten zu helfen, straffrei zu containern. Und letzten Endes ein wichtiger Schritt in die Richtung, dass überhaupt das Essen nicht mehr weggeworfen wird, sondern direkt weiterverwertet wird, beziehungsweise überhaupt verwertet wird, unter die Leute kommt und gegessen wird im Endeffekt. Was ich schön fand, war, als wir beim Türmchen vorbeigekommen sind, das ist so ein Café und die haben natürlich alle ihre Tische da mitten auf dem Platz stehen und da wollten wir halt auch ein bisschen Gemüse und Obst verteilen, was wir containert haben und wurden da ziemlich angegangen von der Bedienung, dass wir doch erstmal abholen sollen und die Gäste in Ruhe lassen sollen. Und ja, wir haben ein bisschen weitergemacht, bis zu dem Punkt, wo er dann böse wurde. Dann wollten wir uns doch zurückziehen und dann kam aber sofort die Solidaritätsbekundung von den Kunden, die da saßen, zwei nette Damen, die dann natürlich auch unbedingt noch was von dem containerten Gemüse haben wollten und mich schnell noch hergerufen haben, so hey, komm mal her, wir wollen doch auch mal in die Kiste schauen, wir wollen auch Gemüse, lass dich doch nicht einfach wegschicken. Und das war echt eine schöne Situation, der Kellner stand ein bisschen doof da. Und ja, so sollte es auch sein. Die Leute werden neugierig gemacht und finden das super eigentlich, was wir machen. Das ist das Besondere am Umsonstzug. Hier haben wir eine mobile Verteilung. Sonst ist die Verteilung stationär an einem festen Punkt. Und wir haben auch noch zwei Schränke in Gießen, die für jeden jederzeit zugänglich sind, wo auch Lebensmittel einfach kostenlos zugänglich sind. Und ansonsten beliefern wir auch noch verschiedene Projekte, falls die mal Lebensmittel benötigen, wie zum Beispiel die Küfer oder die Theatermaschine. Die Küche für alle findet jeden Dienstag um 20 Uhr im Infoladen des AK 44 im alten Wetzlarer Weg statt und wird mittlerweile zum Großteil aus Foodsharing-Essen hergestellt und kann schon mal vorkommen, dass noch Sachen dazu gekauft werden, aber in der Regel ist das Essen, was eigentlich weggeworfen werden wird. Wir haben eine Spendenbox aufgestellt, aber das ist für jeden Mensch erstmal kostenlos, das Essen. Textilien, MDH für alle, am liebsten auch für Müll.
wie sich alle hier am Umsonstzug beteiligen können und auch beteiligen, indem sie Sachen von zu Hause mitbringen oder eben gestern die Supermärkte besucht haben, als sie zu hatten, um mal zu gucken, was da so in den Tonnen ist. So kann sich natürlich auch jeder beteiligen und hier ans Mikro kommen. Jeder ist eingeladen, sein kostenloses Projekt hier vorzustellen oder seine Meinung kundzutun. Also wir haben uns Gedanken gemacht und hier steht das Mikrofon. Jeder ist frei, an dieses Mikrofon zu kommen und die eigenen Gedanken zu äußern. Also ihr seid alle herzlich eingeladen, euch auch hier nach vorne zu stellen und über das zu reden, was ihr für relevant haltet und was ihr mit uns allen hier teilen wollt. Einige von uns waren gestern in Containern und wir haben auch wieder fahrradanhängerweise einwandfreie Lebensmittel abgeschleppt. Mit noch mehr Leuten und Anhängern hätten wir natürlich noch mehr holen können. Das Wesentliche daran aber ist nicht, dass wir dem kapitalistischen System ein paar Bruchteile von Prozentpunkten durch Nichtkonsum derjenigen, die das Container bekommen haben, vorenthalten haben und auch nicht, dass wir ein paar oft unter miesen Arbeitsbedingungen produzierte Lebensmittel vor der Verrottung gerettet haben, obwohl das natürlich auch super ist, sondern die Bereitschaft mit Gleichgesinnten eine unsäglich bescheuerte Regel gebrochen zu haben. Dass wir zeigen, dass wir nicht mehr gewillt sind, all dies widerspruchslos hinzunehmen. Dass wir Lust auf mehr solche Aktionen haben. Vielen Dank dafür. Und wir waren gar nicht so wenige. Das macht uns Mut. Wir glauben, dass es noch eine Menge anderer Scheißzustände, Gesetze, Verordnungen und Zwänge gibt, gegen die wir uns wehren sollten. Die uns überschritten oder überwunden werden, gerade zu betteln. Noch baden den Konsum der hiesigen Gesellschaft hauptsächlich Menschen anderer Weltgegenden aus. Deswegen ist hier der Leidensdruck noch nicht sehr groß. Die meisten hier verarschen sich leider immer noch selbst. Dies, obwohl einfachste Hintergrundrecherchen jedem schnell zeigen könnten, wie der Hase läuft. Es macht übrigens auch nicht glücklich, bei H&M und Konsorten Wegwerfklamotten zu ergattern. Wir kennen die Berichte über Arbeitsbedingungen in Bangladesch. Wir sind voll in der Verantwortung, jeder von uns. Es kostet mehr, es zu verdrängen, als es mitzubekommen. Nur ein massiver Einsatz von Selbstverarschung lässt die Schleier unliegen. Es macht nichts satt, höchstens Pappe satt, bei Nordsee Fischbrötchen zu fressen. Auch wenn es in den sieben Weltmeeren bald nur noch Quallen- und Plastikmüllinseln gibt. Zu denen gibt es halt auch noch keine Pauschalreiseangebote. Aber der Kapitalismus wird auch das noch vereinnahmen, da bin ich mir ziemlich sicher. Solche Läden gehören aber geächtet und dafür sind wir heute auch hier. Wir leben in einem System, in welchem wirtschaftlicher Erfolg kein Indikator von echter Kreativität, sondern von Skrupel und Rücksichtslosigkeit ist. Wir aber wollen eine solche Welt nicht. Wir glauben nicht daran, dass Ingenieure schon eine Lösung für die drängenden Probleme finden werden. Wie sollten sie auch? Sie arbeiten an Profitoptimierung und an unsinnigen Produkten. An Dingen, die die Leute noch weiter in ihren Bequemlichkeitskäfigen einsperren und noch unselbstständiger machen. Sie arbeiten nicht an einer lebenswerteren, bedürfnisorientierten Zukunft. Wir wollen uns nicht länger von einer Werbeindustrie verblöden lassen, die jetzt bereits seit Generationen alle psychologischen Register zieht und verfeinert, um uns immer zu verdummteren Konsumenten zu machen. Wir glauben auch nicht, rechtzeitig einen anderen Planeten zu finden. Wir halten es auch nicht für erstrebenswert, entweder auf Medikamente eingestellt, vor irgendwelchen Tittytainment-Ruhigstellt-Mädchen quasi als menschlicher Ballast mit Vollgas an die Wand gefahren zu werden. Oder aber in rastlose Hetze und arbeitsseitige Überlastung dafür zu sorgen, dass sich in diesem Unrechtssystem die Nutznießer die Taschen noch voller machen und die Leidtragenden weiter ausgebeutet werden. Oder dass wir in unserer eingebildeten Hilflosigkeit selbst durch Drogen, Schnaps oder ESO und Jesus-Batsch verhindern, unser revolutionäres Potenzial zu entfalten, weil wir der Illusion verfallen, am System nicht viel ändern zu können. Aber das stimmt nicht. Keiner kann in die Zukunft sehen und wir können jetzt anfangen, genau jetzt mehr Sand ins Getriebe zu bröseln, damit das Rösteln abnimmt. Wir wünschen, wir würden gefragt, ob wir Exportweltmeister sein wollen, auf Kosten anderer, Militäreinsätze gut finden
Menschen auf dem Mittelmeer runtergehen lassen wollen. Wir wurden gefragt, ob wir so verkehrt viel Autoverkehr haben wollen, so gehetzt, überwachungsvernetzt werden wollen, so veraltet, verwaltet werden, so kleingeistig von Großkonzernen versorgt werden. Wir werden aber nicht gefragt. Und die sogenannten Wahlen sind sowieso ein Witz. Wenn ihr auch was ändern wollt, wir treffen uns regelmäßig im Aktionsraum in Gießen, um uns zu besprechen und laden alle Interessierten herzlich dazu ein. Mehr dazu könnt ihr natürlich wie immer im Gießener Landboten lesen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Der Aktionsraum ist ein Raum mitten in Gießen in der Innenstadt, in der Bahnhofstraße, im Gutschrift-Antiquariat. Da treffen sich regelmäßig Gruppierungen, um verschiedene Projekte zu machen. Es ist ein offener Raum, der für jeden zugänglich ist. Es findet einmal im Monat regelmäßig ein Vernetzungstreffen statt, wo geguckt wird, was ist aktuell in Planung, was können die Gruppierungen miteinander machen. Bislang nutzen den Raum noch mehr Gruppierungen. Free School nutzt den mit, Globale, Solawi und verschiedene einzelne Personen, die ihre eigenen Projekte da versuchen umzusetzen. Ich meine, der Weltersweg ist ja eigentlich das Sinnbild für diese Absurditäten, die hier stattfinden. Keine einzige Bank auf dem ganzen Seltersweg, nur damit man schnell von einem Laden in den nächsten sprintet. Das ist doch schon mal ein guter Aufhänger, um da hinzugehen und ja, einfach mal ein bisschen andere Seite des Lebens vorzumachen. Wir sind heute hier nicht nur, um Dinge zu verteilen. Nein, wir protestieren auch gegen die Kriminalisierung des Containers, aber auch aus aktuellem Anlass gegen eine neue Satzung der Stadt Gießen, die es uns in Zukunft nicht mehr ermöglichen wird, Straßenmusik zu hören. Beziehungsweise nur noch Straßenmusik von Leuten, die in der Lage sind, 100 Euro vor ihrer Straßenmusik an die Stadt Gießen zu zahlen. Was ja den Kreis derjenigen, die das machen würden, doch deutlich einschränken könnte. Straßenmusik ist Ausdruck einer lebendigen Kultur. Straßenmusik in Gießen, in einer Stadt, die sich so aus gemischter Bevölkerung zusammensetzt, aus so vielen Kulturen, aus so vielen musikalischen Einflüssen, das ist ein Spiegel dieses kulturellen Zusammenlebens in dieser Stadt. Es ist notwendig, dass man die Musik der anderen und des anderen hören kann, um sich ihm nicht fremd zu fühlen. Deswegen ist Straßenmusik ein schützenswertes kulturelles Gut und nicht etwas, was man wegwischen kann, weil man denkt, dass die Umsätze des eigenen Ladens eventuell einbrechen könnten, weil jemand vor der Türe musiziert. Deswegen lasst uns zusammen Solidarität üben, lasst uns verhindern, diese Verordnung in Kraft treten zu lassen. Lasst uns für die musikalische und kulturelle Vielfalt gemeinsam auf die Straße gehen und lasst uns unseren Protest ins Rathaus tragen, da wo es hingehört. Ich danke euch. Straßenmusik gibt es heute nur noch für 100 Euro. Diese Satzung, sie verändert mein Leben. Es war vorher viel zu schön. Viele Einzelhändler hier am Seltersweg beschweren sich gerne, dass die Leute im Internet einkaufen. Ich als Kunde habe nicht sonderlich viel Lust, in diesen hässlichen Seltersweg einkaufen zu gehen. Der einzige Grund, hier hinzukommen, um was zu konsumieren, ist, dass ich auf dem Hin- und Rückweg vom Einkaufen hier gute Straßenmusik hören kann. Ohne diese Straßenmusik würde ich kein Einkaufen im Seltersweg. Danke. Als ich selber noch Musik gemacht habe und an meine Jugendzeit, und das war einfach, das macht einfach ein schönes Gefühl, und das
verbindet man einfach mit Emotionen. Man vergisst diesen kapitalen Alltag, diesen Stress. Lass die Straßenmusik hier weiterleben! I don't like culture, cause I'm a proud citizen of Gießen. Whoa, whoa. So, people, wenn ihr dagegen seid, dass diese Satzung tatsächlich mal Realität wird und die Leute halt hier nur noch für 100 Euro stehen können, dann würde ich mal sagen, macht mal was dagegen. Geht mal ein bisschen mit und gebt mal ein bisschen Vollgas. Also heute gegen diese verblödete Satzung mit 100 Euro pro Straßenmusik und gegen die Kriminalisierung von Containern. So, let's go on! Kommt hierher, um Musik zu machen, oder kommt zum nächsten Umsonstzug, um Musik zu machen. Wie wäre es denn damit im Juli? Dann beim Umsonstzug ist die ganze Innenstadt mit Straßenmusikern gefüllt, die alle Teil unserer Demo sind und keinen Bock haben auf diese Verordnung. Und wenn ihr keine Zeit habt oder zwischen den Umsonstzügen Bock auf Straßenmusik, dann macht eure eigene Demo. Wir sind vor allem im Seltersweg, wo die Leute nur von Laden zu Laden gehen. Und ich meine, komm, das ist das Zentrum von Gießen hier. Wir verschwenden das für so einen Quatsch, dass man einfach nur irgendwo reingeht und zur nächsten Tür schnell wieder strömt, um dann da wieder ins klimatisierte nächste Warenkaufhaus zu gehen. Es gibt nicht mal Bänke hier, nur damit man schneller von einem Laden in den nächsten geht. Okay, es gibt ein paar Bänke. Wow. Krasse Neuerung seit der Landesgartenschau, aber ganz ehrlich, hier geht viel mehr. Das ist ein öffentlicher Platz und so sollten wir den auch nutzen. Wir sollten den öffentlich gestalten, nämlich durch uns selber. Es ist nur eine Niete, aber die Nieten bei uns sind ja eigentlich gar keine Nieten. Weil es ja eh alles kostenlos, was wir anbieten. Realen Gegenwert mehr erschaffen. Und was dabei verloren geht, ist das Menschliche. Die Menschen fallen dabei hinten runter. Unter anderem bin ich zu den Foodsharing gegangen und habe mir da ein Tablett mit Tomaten geholt. Dass ich dann so die Idee gehabt, ich gehe in die kleinen Läden und bin rein mit dem Tablett und habe den Mitarbeitern, den Kunden Tomaten angeboten. Und das habe ich so bei 2, 3 weiteren kleinen Läden gemacht und ich habe jedes Mal eine sehr positive Resonanz erfahren. Die Tomaten wurden angenommen, ich wurde gefragt, was wir denn da machen. Und es sind ein paar kurze Gespräche entstanden und ich habe das mit Offenheit erlebt. Ja. Das war's. Hey, da sind ja Leute drin im Karstadt. Also vielleicht wollen da ja noch andere Leute rein oder andere Leute kommen mit mir, da können wir vielleicht durch einen anderen Eingang gehen und können da mal Ordner verteilen, weil dort konsumieren sie ja den ganzen Tag und wir können ihnen auch mal zeigen, dass es anders geht. Also alle, die mitkommen, hierher oder da lang. Hallo, ihr lieben Leute. Ihr Konsumjährigen, wir haben heute tolle Sachen für euch. Oder was kauft ihr denn hier so ein eigentlich? Oder wozu kauft ihr ein? Wozu geht ihr eigentlich euer Geld aus, wenn wir hier alles umsonst haben? Das ganze System produziert so viel mehr, dass wir eigentlich gar nicht einkaufen gehen müssen. Und hier seht ihr diese Früchte des Überflusses. Ihr müsst also nicht mehr arbeiten gehen, sondern ihr könnt eigentlich alles nutzen, was wir hier haben.
Ressourcen, die wir zu Produkten, die wir... Die Security meldet sich jetzt schon und versucht... Film bitte raus. Wir wollen aufmerksam machen. Auf die Verschreibung der Ressourcen. Nein. Ich lasse die Sachen von hier raus. Aber mal ganz nebenbei gesagt, also wir haben zwar die ganze Zeit echt gute Laune und machen hier Stimmung und verschenken Sachen, aber es geht natürlich um viel mehr als einfach nur Dinge zu verschenken. Aber der Karstadt, muss man auch sagen, ist auch ein Symbol dafür, wie die Ausbeutung, auf der wir all unseren Konsum und unseren Überfluss haben. Nicht nur der Karstadt, auch andere Konzerne und große Einzelhandelsketten, die davon profitieren, dass billig in anderen Ländern produziert wird, Mensch und Natur ausgebeutet werden. Wir hier immer billiger Klamotten oder auch andere Sachen konsumieren können und oftmals diese Produkte auch völlig ungenutzt wieder in die Tonne hauen. Und das sehen wir hier. Hier haben wir den Überfluss direkt vor uns. Deswegen wäre es doch eigentlich viel besser, wenn wir diese Ressourcen nutzen, die wir haben, und die Stadt uns in diesen Konsumtempel immer wieder mit neuen Produkten einzudecken. Und ganz nebenbei auch die Karstadt-Mitarbeiter werden ausgebeutet. Sie haben auf 150 Millionen Euro ihres Gehalts verzichtet, damit sie ihre Jobs behalten können. Also die Ausbeutung findet genau hier statt und fängt hier an. Ja, auf einmal sind die irgendwie da angerollt gekommen am Ende vom Seltersweg. Es sind wohl ein paar Leute in Karstadt reingegangen, um da auch Sachen zu verteilen. Es war jetzt auch irgendwie wohl keine Riesengruppe. Und Karstadt hat dann die Polizei angerufen und wie die dann auch hinterher im Gespräch dargestellt haben, da völlig überzogen geschildert, wir würden da alles blockieren und die Leute belästigen und da wäre gar kein Rein- und Rauskommen mehr aus dem Laden. Dann sind die halt direkt mit 20 Mann da aufgelaufen, um für Recht und Ordnung zu sorgen, aber haben dann gesehen, dass wir eigentlich da ja nur unser Ding machen, unsere Sachen verteilen und halt Reden halten und ja, Karstadt da einfach völlig überreagiert hat und halt Angst hat da, dass wir da Kunden verkräulen oder sowas. Die wollen halt ihr Geschäft machen und da muss dann natürlich auch die Polizei sofort zur Hilfe eilen, um das zu ermöglichen. Bisher war es immer total ruhig mit der Polizei, die haben sich zurückgehalten. Die kamen einmal am Anfang und haben Hallo gesagt und so geguckt, was wir da machen und wer so dabei ist. Und dann sind sie auch wieder weggefahren. Und dann kamen sie manchmal noch am Ende vom Umzug vorbei, um zu gucken, dass wir auch wirklich aufgehört haben. Alles basiert darauf, dass wir konsumieren und dass das Konsumierte nicht benutzt wird, sonst würden wir irgendwann aufhören zu konsumieren. Also es geht im Endeffekt immer nur darum, mehr Wachstum zu generieren. Und Wachstum erzeugt man nun mal nur durch Verkäufe in diesem System. Lass mich noch ein Beispiel nennen. In Deutschland erleben wir stetige Produktivitätszuwächse. Wir erleben ständige Steigerungen der Wirtschaftskraft und immer mehr Gewinne. Und trotzdem gab es in den letzten 20 Jahren, sogar länger als in den letzten 20 Jahren, keinen Reallohnzuwachs hier in der Bundesrepublik. Gibt es denn noch irgendwelche Indizien, die noch eindeutiger sind, dass wir hier komplett verarscht werden? Nein!
Also ich war beim Umsonstzug mit Foodsharing dabei. Und zwar haben wir auf dem Umsonstzug an alle Menschen Lebensmittel verteilt, die sonst im Müll gelandet wären. Und wir sind da mit unserem Lastenfahrrad gefahren. Und ich saß hinten auf dem Anhänger und habe von da aus Schnittchen und Obst und alle möglichen Lebensmittel an die Leute verteilt. Und es war eigentlich total witzig, weil die Passanten total schräg reagiert haben, wenn da auf einmal jemand so mit einem Tablett an einem vorbeifährt und einem auf einmal was anbietet. Morgen in Saasen beim Direct Action Training kann man all solche Fähigkeiten erlernen, wie man sich selbst ermächtigt, wie man selber aktiv werden kann, um tolle Aktionen zu starten. Also wer Bock hat, morgen und Montag ist in der Projektwerkstatt eine kleine Versammlung. Die Projektwerkstatt ist eine offene Aktionsplattform, das heißt, es ist ein Haus mit vielen Räumen und Infrastruktur, die für Aktionen genutzt werden kann, ob sie jetzt streng politischer Natur sind oder im weiteren Sinne, wie zum Beispiel hier so eine Umsonst-Demo oder wie basteln an einer gewissen Sache. Und da gibt es halt ja, eine Bibliothek, gibt es eine Werkstatt, gibt es eine Filmschneiderecke, verschiedene Aktionsmaterial. Die ist in Reiskirchen-Saasen, da kann man mit dem Fahrrad hinfahren oder mit der Bahn. Was ich vergessen habe zu erwähnen, ist, dass sie auch die Struktur eines offenen Raumes hat. Das heißt, es sollen keine Hierarchien geben, keine formellen Einschränkungen. Also das Hausrecht versucht außer Kraft zu setzen, damit alle gleichen Zugang zu den Ressourcen haben. Thank you.